bekommen Sie in 5 Jahren keine Rente mehr. Rentenversicherung steht vor dem finanziellen Kollaps. BDA-Chef warnt. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Heute geht es um 2 Meldungen, die uns alle betreffen können. Müssen sich Millionen von Rentnern und Arbeitnehmern Sorgen um die Zukunft der gesetzlichen Rentenversicherung machen? Darüber möchte ich Sie heute auf dem YouTube-Kanal von rentenbescheid24.de informieren. Also abonnieren Sie unseren Kanal. Wir freuen uns über jeden Abonnenten. Die erste Meldung, direkt von der Deutschen Rentenversicherung selbst. Trotz gestiegener Beitragseinnahmen schmolz die Nachhaltigkeitsrücklage um 1,4 Milliarden Euro auf 38,2 Milliarden Euro im September 2022. Der Grund für den vergleichsweise hohen Rückgang des Finanzpolsters liegt zum einen in den Kosten für die starke Rentenerhöhung im Jahr 2022 und zum anderen darin, dass immer mehr Menschen in eine vorzeitige Altersrente gehen. Die Babyboomer kommen. Ab 2023 werden deutlich mehr Menschen in eine vorgezogene Altersrente gehen als in den Jahren zuvor. Das wird die Rentenkasse deutlich mehr belasten. Wir haben auch weniger Arbeitnehmer, die dann Beiträge in die Rentenkasse einzahlen. Seit 2017 sind rund 100.000 Menschen mehr in die Altersrente gegangen als prognostiziert. Und die zweite Meldung, die aufhorchen lässt, der Arbeitgeberpräsident gibt der Rentenversicherung nur noch 5 Jahre und danach droht der Finanzkollaps. Dabei macht Rainer Dulger, das ist der BDA-Chef, der Regierung in Berlin schwere Vorwürfe. Das Rentensystem steht vor dem Kollaps, warnt der Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände BDA in der Bild am Sonntag. Er gibt dem bisherigen System nur noch 5 Jahre. So wie unsere Sozialversicherungen heute funktionieren, werden sie in den kommenden 5 Jahren nicht mehr funktionieren, warnt Dulger. Die Kosten werden explodieren. Nötig sei die größte Reform, die das Land seit 1992 gesehen hat. Wir brauchen eine Sozialreform, die die Dimension der Wirtschaftswährung und der Sozialunion nach der Wiedervereinigung hat, so Dulger. Es sei für ihn eine Sanierung der Altersvorsorge besonders dringend. Dulger schlägt vor, das Renteneintrittsalter weiter hochzusetzen. Es darf nicht sein, dass die weiter wachsende Lebenserwartung zu einem immer noch längeren Ruhestand führt. Experten haben ja schon die Rente mit 70 vorgeschlagen, weil sich die Lebenszeit immer weiter verlängere und die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Arbeitnehmer schrumpfen. Meine Damen und Herren, alles das, was Dulger hier sagt, das ist alles bekannt. Und es liegen auch viele Konzepte und auch viele Dinge auf dem Tisch, um die gesetzliche Rentenversicherung, vor allen Dingen auch die gesetzliche Krankenversicherung grundlegend zu reformieren. Und ich habe in verschiedenen Videos schon mal klar gesagt, was von diesen Vorschlägen von Herrn Dulger überhaupt zu halten ist. Erst einmal im Grundsatz gar nichts. Denn Dulger verschweigt, dass seine Vorschläge vielleicht nur ein Teil der Wahrheit sind. Nur wenn wir eine einheitliche Rentenversicherung haben, in die alle einzahlen, also auch ich als selbstständiger Anwalt oder auch der Herr Dulger, und eine einheitliche Krankenversicherung haben, können wir die Sozialversicherung insgesamt auf solide finanzielle Beine stellen. Die Aussage des Herrn Dulger verstehen wir eigentlich nur als Weckruf an die Regierung, endlich zu handeln. Denn das ist nämlich genau unser Problem. Wir haben in Berlin eine Regierung, die das Problem der Finanzierung der deutschen Rentenversicherung de facto totschweigt. Es wird immer nur alles bis zum Jahr 2025 prognostiziert. Was wir eigentlich brauchen, ist wirklich eine grundlegende Reform der gesetzlichen Rentenversicherung. Wir können unsere Rentenversicherung, wie wir sie jetzt haben, nicht mehr reformieren. Sie ist nicht mehr reformierbar. Deshalb fordere ich die Bundesregierung auf, endlich zu handeln. Führen Sie bitte eine Erwerbstätigenversicherung ein, in die alle einzahlen, und gleichsam auch eine Erwerbstätigenversicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung. Wir brauchen keine doppelten und dreifachen Versicherungssysteme in unserem Land. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.